jetzt um ein Messer. Also, ich finde, die Zombies können wirklich gut mit einem Messer erledigt werden. Der ist geplatzt! Alter! Alter, wie krass das einfach nur aussieht! Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, zweimal Schießpulver. Schießpulver und hochwertiges Schießpulver, gelb. Geben Flintenmunition. Und zwei hochwertige Schießpulver ergeben gelbe Munition. Die haben sich also was ein bisschen was aus dem. Wenn es jetzt noch rotes Schießpulver gibt, ist perfekt, ne? Zweimal hohes Magmunition. Also Resident Evil 3 hatte nämlich auch so ein Schießpulversystem. Konnte man richtig geiles Zeug rausmachen. Ich hoffe, wenn es 3 ein Remake gibt, das machen wir dann auch wieder rein. So geil. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, dass Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Ich schaue mir übrigens gleich mal die ganzen Outfits an. Wir können ja die Outfits mal so hin und wieder wechseln. Ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ihr könnt ja schreien, ja, wir wollen mal die Outfits sehen. Die kann man jederzeit wechseln. Warte mal. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Tja. Keine Reaktion. Hoffentlich bleibt das so. Für die Schließfächer haben wir noch keine Kombination gefunden. Was mich ein bisschen wundert. Einsatzbericht. Außer mir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel. Haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Erdbeer. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Rayner. Kann ich da? In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt.
Sehr froh, dass du nicht hier bist, Infirma. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Ah ja, und hier ist dann ein Schloss. N E N E D Ned. Suchen wir mal. Hier ist kein E. Aber es gibt ja noch die andere Seite, ne? Es war Marvin halt, ne? Also muss es diese Reihenfolge sein. Was ist das hier? Wer bist du? G? R-M. G-R-M? Oder MRG. Ach, und auf der ist... Ah, jetzt verstehe ich. Das gleiche Prinzip. D. Den hatte ich ja schon nett, nur halt... ja, nett. Erweitertes Magazin Mathilda. Na toll. Ich muss die Mathilda nehmen. Oder kann ich das auch... kann ich nicht. Na toll, aber ich schieße so gerne mit der. Mein eigener Schreibtisch. Ach, ist das schön. Brauche ich. Ich habe jetzt keinen Platz gerade mehr. Das beunruhigt mich ein bisschen. Hätte ich die Mathilda dabei, hätte ich jetzt kein Problem. Was ist das denn? Tresor. Hey, wir werden sogar angezeigt. Schließfachterminal. Waffenschrank. Tresor. Finde ich gut, dass sowas angezeigt wird, dass die Peak-Tür. Nice. Gehen wir mal hier raus. Das sieht so brutal aus. Der Arme hat keinen Kopf mehr. Komm, ist ja egal, wir bekommen ja noch mehr grüne Kräuter. Mir ist nur wichtig, dass der nicht reinkommt. So, haben wir hier einen Lichtschalter? Ich würde gerne mal Licht anmachen. Oh, nice. Wir haben Licht.
Wir haben Licht. Oh, und diese Musik. Heilwirkung. Der Kräuter, der von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser Kräuter, dieser in Arklay-Bergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfach Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Ich wüsste nur gern, ob die Kräuter irgendwann woanders sich angesiedelt haben, dass sie halt in andere Länder importiert wurden. Wie zum Beispiel Resident Evil 4 war nicht in Amerika und so. Oh, hier haben wir übrigens rote Kräuter, die wir mit den grünen vermischen. Und hier können wir Fotos entwickeln. Also gibt es auch wieder kleine Fotos zu sehen. Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Haben wir auch die Infos. Ich habe hier Licht gemacht, um jetzt auch mal. Was? Es gibt Herausforderungen! Ach, wie cool ist das denn? Nice! Kostüme! Claire sieht da mega geil aus. So. Der Arklay Sheriff. Wir können auch Claire ein komplett anderes Outfit anziehen lassen. Das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich liebe die alternativen Outfits, ganz ehrlich, die alternativen Outfits sind so mega. Der Arklay Sheriff. Wunderbar. Aber ich spiele halt mit den normalen Outfits. Können uns hier noch Claire uns anschauen. Das Militäroutfit sieht nice aus. Und das ist halt Elsa Walker. Claire sollte ja zuerst Elsa Walker heißen. Wurde aber geändert. Elsa gehörte sozusagen dann den Raccoon-Rennteam an. Wie man es hier sehen kann. Das Militäroutfit des Stars.
mega. Und jetzt auch noch dieses Film Noir fit. Ich hätte schon gerne alternativen Outfits. Und die schaltet man bestimmt irgendwann frei. Ja, ich weiß. Ah, und Klaus, du bist noch da geblieben. Ich dachte, du würdest dich auch nicht spoilern wollen. Sag ich ja, so sollte es aussehen. Das war ja Prototyp. Könnt froh sein, dass es Claire geworden ist. Weil schon alleine die Hintergrundgeschichte ist einfach interessant. Also, wir holen jetzt mal die Mathilda raus. Kombinieren sie mit dem hier? Nice, wir haben wieder 16 Schuss. Kann man... Ich frage mich, ob es da auch Sachen gibt, die man bekommen kann. So, wir haben jetzt eine Waffe mit 15 Schuss hier drin. Falls wir also out of Muni sind, müssen wir uns das merken. Das Messer ist fast kaputt. Kräuter, wir haben Erste-Hilfe-Spray. Ich weiß nicht. Kommt verschlauen, wa? Ich frage mich ja auch, ob es Checkpoints gibt. Wir wären auf Veteran, wären wir bestimmt schon gestorben. 100 Pro. Ich hoffe übrigens, dass das Original nochmal kommt auf die PS4 mit Trophäen. Ich will für das Original auch mal Trophäen sammeln. Ja, ich bin so ein Trophy Hunter. Ich will alles aus den Spielen rausholen. Ah! Okay, der ist tot. Ah! Okay, der Kopf ist schon ziemlich zermatscht. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen, untersuchen wählen. Manchmal entdecken Sie dadurch etwas, das Ihnen helfen kann. Was zum Geier? Oh Gott, was zur Hölle?
Warte mal. Ah. Ich muss mir das mal merken. Ich kann mir so schlecht was merken. Die müssen ja in der Reihenfolge leuchten, ne? Ah, verdammt. Welches ist denn das? Untere Nummer hier. Also ist das, das, dann das. Nein. Ah. Nein. Das war's auch nicht. Das da. Das. Verdammt! Ha. Ersatzteil. Irgendein kleines Teil. Wir kommen da noch nicht zurück zum Tür. Doch, kommen wir. Einleitung für tragbare Tresore. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Flintmunition. Hi, Flintmunition. Hi, Zombie! Nein, doch nicht. Aber hier war er drin. Bist du tot? Hier brauchen wir ein Ventil, ohne kommen wir nicht durch. So, ich gehe mal zurück. Zum Terminal? Ich überlege gerade. Ich kann mir auch erstmal Peak-Schlüssel holen und dann zum Terminal gehen. Wenn hier der Peak-Schlüssel war. Hier ist auch ein Schrank, mein Spind mit Code. Hier ist der Peak-Schlüssel. Und dann gehe ich mal zurück. Natürlich kann jetzt auch jederzeit wieder ein Zombie kommen. Man weiß es nicht. Wie viel Platz haben wir denn eigentlich im Inventar? Ein Platz, na toll. Das wird schon. Das wird schon. Wenn ich schlau bin, auf, na gut, das Spiel bestimmt, denke ich mal, wo ich den Knopf hin tue, oder? Ich kann ihn wahrscheinlich nur einmal verwenden. So viel ist sicher. Wir brauchen jetzt zwei.
Was machst du jetzt, hä? Halten die denn ewig, die Bretter? Ich hoffe. Wenn ich die 2 mache. Komme ich die Tasche? Nein, bekomme ich die Tasche nicht, weil die brauchen eine 3 auch. Das haben sie schlau gemacht. Das haben sie schlau gemacht. Man braucht die 2 und die 3 für die Tasche. Das heißt, man kann nur die Schrotflintenmunition holen mit der 2. Schießpulvermunition. Eins nur sechs ist was drin, sehe ich gerade. Okay. Schießpulver. Schrotflintenmunition, die ich sowieso noch nicht nehmen kann. Mal gucken, ich mache die 3. Ich finde das Messer jetzt sehr, sehr interessant. Schrotflintenmunition brauche ich noch nicht. Schießpulvermunition kann ich verbessern. 2 Messer. Und die 106 brauchen wir auch noch. Die anderen sind ja alle offen hier, ne? Brauchen die Schlüsselkarte unbedingt. Kann es sein, dass die woanders ist? Oder habe ich die einfach nur vergessen? Ja, die ist bestimmt woanders. Ich kam ja über den Besprechungszimmer hier rein. Wir können den Peak-Schlüssel also noch nicht verwenden.